Gut, jetzt noch ein kurzes Erklärungsvideo, wie versprochen, zu Hintergrundbildern. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man ganz einfach über diesen Tag Image Source Bilder einfügen kann. Dabei geht es ja aber darum, an bestimmten Stellen auf der Webseite die Bilder einzufügen. Und jetzt geht es darum, Hintergrundbilder für die gesamte Seite einzufügen. Und das macht man hier oben über den Body Tag. Und das Einfachste, zum Beispiel, wenn man jetzt einfach nur die Farbe ändern möchte, dann sagt man BG Color gleich, was weiß ich, rot. Dann spreche ich das hier einmal. Huch, hier habe ich schon getestet. So, hallo, wie geht's? Und die Hintergrundfarbe ist rot. Aber das ist ja noch nicht die eigentliche Aufgabe gewesen, nur dass ihr schon mal seht, dass diese Einfügung hier einen Einfluss auf den Hintergrund hat. Dann, wenn ich das wieder rausmache, dann sieht meine Webseite so aus. So, das heißt, über den Body Tag hier oben kann ich also meinen Hintergrund beeinflussen. Jetzt will ich ihn aber nicht einfach nur stumpf einfärben, sondern ich möchte dort etwas einfügen, ein Bild. Dann kann ich einfach sagen Background und gebe ihm dann einfach die Bildquelle an. Wobei ich hier auch wieder aufpassen muss, welche Bildquelle gebe ich da an. Das hatte ich im letzten Video schon mal kurz erklärt. Trotzdem, weil es so wichtig ist, hier nochmal. Wenn ich also sage, dass meine Datei, in der ich gerade schreibe, die heißt hier Testbilder.html, sehr origineller Name, ich weiß, aber die finde ich hier, Testbilder.html, und jetzt möchte ich auf ein Bild zugreifen, was halt nicht in diesem Verzeichnis ist, sondern hier in dem Unterverzeichnis Bilder, nehme ich wieder auf mein Test1.jpg, das ist das Unterverzeichnis Bilder, in dem ich mich hier befinde. Dann muss ich hier eingeben, okay, also als ersten Schritt gehe in das Unterverzeichnis Bilder und dort hole dir das Bild test1.jpg. Man nennt es einen relativen Pfad, weil er praktisch von der Datei oder von dem Verzeichnis ausgeht, wo er sich befindet. Und er befindet sich halt hier in diesem Verzeichnis, wo auch Testbilder.html steht. Und relativ zu dieser Position geht er jetzt in das Unterverzeichnis Bilder und da in dem Unterverzeichnis, da greift er auf das Test1.jpg zu. Und dieser relative Pfad, relativ, weil bezogen auf die ursprüngliche Position, nämlich die Position, wo sich hier Testbilder.html befindet sich relativ gesehen dazu Test1.jpg in dem Unterordner Bilder. Es gibt auch absolute Pfade. Aber das erkläre ich euch gerne mal in einem anderen Video. Hier geht es um relative Pfade, das heißt, ich sehe zu, dass ich relativ zu der Position von meiner Ausgangsdatei gucke, wo ist meine Bilddatei. Okay, gucken wir, ob das geklappt hat. Also Hintergrund einfügen, diese Datei. Rufe ich wieder meinen Browser auf und da ist sie. Jetzt habe ich hier als Hintergrund diese Test1.jpg. Gut, das ist vielleicht auch noch nicht so das gewünschte Ergebnis, weil eigentlich hatte man sich wahrscheinlich eher gedacht, dass das Hintergrundbild hier so in der Mitte schön irgendwo thront oder zumindest nicht immer so ständig wiederholt wird. Das könnt ihr entweder machen, dadurch, dass ihr das Bild groß genug macht, oder man trickst ein wenig. Und zwar kann man hier hinter sagen, jetzt kommt aber eine CSS-Anweisung. Da wir CSS noch nicht gemacht haben, gebe ich euch das einfach mal so mit. Style, also CSS ist für Cascading Style Sheets und ich kann damit praktisch meine Seite auch strukturieren. Da kommen wir aber später erst noch dazu. So, und ich kann jetzt nämlich sagen, in dieser Style-Anweisung, Style bedeutet immer alles, was dann danach in Anführungsstrichen folgen, ist eine Strukturanweisung für die Seite in CSS. Und ich kann jetzt nämlich sagen, wenn ich mich recht erinnere, Background Repeat, also Hintergrund, Wiederholung. Bei CSS kommt nicht ein Gleichzeichen, sondern immer so ein Doppelpunkt. Und zwar soll er nicht wiederholen. Ich glaube, das ist mit einem Bindestrich. No Repeat. Probieren wir es mal aus. Also die CSS-Anweisungen sehen ein bisschen anders aus als die HTML-Anweisungen. Da habe ich hier praktisch, was er tun soll, den Namen des Texts sozusagen, und hier hinten ist das Attribut nach dem Doppelpunkt. Er soll also nicht wiederholen. Schauen wir uns das an.
So. Da. Und schwupps, jetzt hat er das Hintergrundbild genau einmal gemacht. Okay, man könnte das Bild jetzt natürlich auch noch schön in der Mitte positionieren. Wen das interessiert, der guckt sich bitte dazu die entsprechenden Style Sheets auch noch raus. Das ist, geht immer nach dem gleichen Verfahren. Einfach hier in den Body Tag dann noch mehrere Background Styles sozusagen einfügen. Aber ich möchte es auch nicht überspannen, weil wir sind ja erst in den Anfängen von HTML und jetzt könnt ihr zumindest schon mal ein Hintergrundbild einfügen und der Rest liegt an euch. Viel Erfolg!